Weiter, weiter mit Millennia. Viel Vergnügen euch allen. Live auf Twitch, wir zeichnen auch für YouTube und sind in einer entscheidenden Phase unseres Kriegszuges gegen die Ägypter. Werden wir die Ägypter einwickeln und zu Mumien machen? Oh, was für ein schönes Wachspiel. Lob auf mich selber. Fortgeschrittene Stunde, 7 Stunden Stream und dann noch ein halbwegs verständlicher Scherz, der mir über die Lippen kommt. Mal gucken, wie lange ich das nur durchhalte. Ich vermute, das Niveau wird in wenigen Augenblicken wieder absinken. Wir gehen einmal rein und haben einen coolen Plan. Wir setzen auf Speerträger für Krieger. Wir setzen auf 4er-Armeen statt 3er-Armeen. Wir setzen auf Spartiaten, 2 weitere gleich entstehen. Und darauf, dass wir deren Defensive verbessern. Und dass wir diese Stadt abräumen. Ein 5-Punkte-Plan. Gott, werde ich an alles denken. In Sparta müssen wir noch was bauen. Wir haben einen City Guard gebaut, eine Wache, die hier vorne steht, die hier für Unterdrückung sorgt aller Leute, die eventuell ein bisschen aufmotzen könnten. Und eine gute Basisverteidigung haben wir dadurch in der Hauptstadt auch. Wir könnten noch mehr Einheiten bauen. Wir könnten noch ein paar Bogenschützen runterpacken. Das könnten wir machen, ja. Einen weiteren Bogenschützen runterschicken für den Fall, dass es nicht reicht. Oder einen Exploration-Punkt, den brauchen wir nicht, einen Erkundungspunkt. Diplomatie wollen wir perspektivisch, damit wir Stadtstaaten umdrehen können zu Vasallen. Das ist ein weiterer Kriegspunkt, ein weiterer Warfare-Punkt. Und die brauchen wir. Im Augenblick haben wir nur einen pro Runde, um hier neue Verbesserungen für die Spartiaten freizuschalten. Haben wir schon. Mehr Bonusse für Spartiaten gibt es gar nicht mehr. Das sind andere Sachen. Die brauchen wir nicht zwingend. Ja, und wann würde das Gebäude fertig werden in der Stadt? Das würde fertig werden in wie vielen Runden? Ah, das dauert zu lange. 10 Runden ist viel zu lange, das machen wir nicht. 2 Produktionspunkte. Im Augenblick haben wir nur 6 in der Stadt, dauert auch zu lange. Wisst ihr was, wir bauen ein weit, wir könnten für den Fall der Fälle, dass irgendwas Schlimmes von Norden kommt. Es könnten, wir sind im Bronzezeitalter, wir sind mittlerweile ein Zeitalter weiter nach oben gekommen. Es könnten die neuen Kriegshäuptlinge kommen, die sind in dieser Ära möglich. Wie viele Einheiten haben wir zur Verteidigung? Wir könnten auf Nummer sicher gehen und hier in der Stadt eine Palisade bauen. Wir haben 4 Milizen und wir haben sonst nichts und niemand hier, außer der einen City Guard Einheit. Falls die Stadt fällt, sind alle unsere Expansionspläne Geschichte. Sollen wir eine Absicherung bauen? Einmal schnell eine Palisade? Gute Idee machen wir hier. Nee, die 6 Defensive mache ich mit Absicht nicht, Chef. Wir wollen erst aus den Warband Einheiten Speerträger machen. Noch nicht. So, und was machen wir hier unten? Hier wollten wir angreifen. Wir wollten die Stadt einnehmen und schwächen. In der Stadt sind 3 Milizeinheiten. Oder 2. 2 Milizionäre der Stufe 2 sind hier drin. Das ist die stärkere Armee, die hat 2 Spartaner. Wir aktivieren nicht die extra Defensive. Ein Angriff reicht schon aus, um das hier einzunehmen. Ich überspringe mal die Animation. Wir wollen es nicht im Leiter Entwickler suhlen. Einmal wieder raus. Stadt eingenommen. Sehr schön. Selbe Frage wie beim letzten Mal, als wir das gemacht haben. Führt das dazu, dass wir das Age of Blood eher erreicht haben? Nein. Alles gut. Und die Einheiten sind auch kaum verwundet. Die Spartaner halten echt eine Menge aus. Die Spartaner haben mit ihrer Defensive den Bogenschützen bekämpft und schaut mal, gar keinen Namen mehr. Wir nennen mal zu Ehren eines guten Freundes unserer Community diesen erfolgreichen Trupp in Maurice Garde. Maurice sogar mit einem kunstvollen und grammatikalisch korrekten Apostroph dahinter. Das ist Maurice Garde hier, die war erfolgreich hier. Und genau, die bleiben hier vorne und hier könnten wir uns noch ein bisschen weiter hier ranbegeben. Umzingeln die weiterhin, alles gut. Ja, das klappt.
Hier vorne ist noch ein Trupp. Der ist jetzt ausgeheilt. Der darf auch nach unten ziehen. Alles wunderbar. Drei Armeen. Ob man die Kampfanimation in den Optionen ausschalten kann? Ich glaube nicht. Das ist ein cooler Gedanke. Ich kann das mal überprüfen, Matze. Plündern? Was möchtest du plündern, Fnatic Mog? Autoplay. Das wär's. Wir können die Kampfanimationen ausschalten. Sollen wir das machen? Ich glaube, danke für den Hinweis. Ich glaube, das ist das hier, ne? Ich glaube, das war gerade der Autocheck. Aber ich bin mir nicht sicher. Das könnte es gewesen sein. Zafius, danke fürs 22. Abo, danke an dich hier. Also falls es darum geht, das hier zu plündern, ich glaube, das geht gar nicht. Das kann man gar nicht plündern, weil das ist schon geplündert oder deaktiv. Und die beiden könnten wir plündern. Das wird geringe Gelderträge geben, die leicht schwächen, aber nicht wesentlich schwächen. Und wir könnten dann nochmal beschossen werden. Das könnten wir machen, aber bitte nur mit Spartanern. Im Augenblick nicht. Die bleiben hier vorne nochmal stehen. Das ist eine Perserstadt hier. Da können wir ein bisschen rumziehen. Achtung, hier waren irgendwo Barbaren. Ein Bonusdorf. Die können uns angreifen. Das ist eine ägyptische Kavallerie. Halbtot. Und das ist ein Bonusdorf. Und die, wenn man da reinzieht, bekommt man eine dicke Belohnung. Mal gucken, wer die kriegt gleich. Mal schauen, was hier, ob das hier klappt. Und mit denen hier vorne, mit der anderen Kavallerie, geht es Richtung Süden. Immer aufpassen, dass wir so weit von den Grenzen entfernt. Das sind die Perser. Mit den Persern haben wir welchen Status? Frieden. Sollen wir nochmal auf den Grenzen vorschlagen? Was halten die von uns, die Perser? Positiver Wert, plus 20. Wir sind vor deren Toren. Wir haben Probleme, die Ägypter aufzuwischen. Perser, unser nächster Gegner. Zwei Regionen, etwa so stark wie wir, ne? Wir bieten ihnen mal offene Grenzen an. Gucken, ob sie es machen. Message, Botschaft rübergeschickt. Und das könnten die Inder sein. Das sind die Inder. Da müssen wir aufpassen. Mit denen haben wir nämlich... Mit denen... Die dürfen uns auf neutralem Gelände angreifen. Und wir die. Dafür haben die gesorgt. Wir versuchen mal, eine Erklärung zurückzukommen, dass man sich auf neutralem Gelände gegenseitig nicht angreift. Sonst ist er hier gleich Geschichte. Ich würde sogar ein Stück gerne einen Abstand halten. Wir ziehen mal ein Feld nach hier hin. In der Hoffnung, dass uns da keiner angreifen darf. Eine Runde weiter. Ja, warum die Ägypter uns hassen, verstehe ich auch nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Der nächste Bürger hier vorne entspricht da gleich. Hier! Ja, das ist der Wurst. Schaut euch das an. Wir können das Stammeshäuptlingstum können wir reformieren und bekommen jede Runde zwei Kulturpunkte mehr. Und die Kulturpunkte sind entscheidend dafür, das wurde in dieser Runde gerade ermöglicht, gleich nächste Runde statt 3,1, 5,1, denke ich mal, an Kulturpunkten, wird gleich übernommen. Dass in irrem Tempo Spartaner-Einheiten rekrutieren können. Eine Runde weiter. Also das war super, super wichtig. Nein, die Inder lehnen unseren Vorschlag zur Neutralität zurückzulehnen ab. Rico, gern ein andermal, jetzt gerade nicht, weil wir so gut im offenen Grenzen. Wurden akzeptiert von den Persern. Jetzt können wir durch deren Tore hindurchreichen, reisen und deren Meinung über uns wird verbessert. Das war hier vorne, ne? Hier. Die Inder wollen uns übel. Die greifen wir sicher nicht an. Wir ziehen in deren Territorium jetzt hier rein. Die können uns sehr schön. Da können wir hier ganz viel erkunden. Dann sind wir hier unterwegs. Ah,
schaut mal hier, die haben das Bonusdorf vor uns weggenommen. Die können wir aber vernichten, ne? Wir versuchen es mal. Es sind Ägypter. Nein, es wird nicht geskippt. Hä? Hallo? Vielleicht haben wir nur deaktiviert, dass das automatisch abgespielt wird. Ja, wir haben nur deaktiviert, dass es automatisch abgespielt wird. Das ist alles. Oh, wir nähern uns dem Zeitalter des Blutes. Dann aktivieren wir das wieder an. Schade, schade, schade. Wo war das? Hier. Das ist ja nur das automatische Abspielen, schade. Geschwindigkeit kann man löschen und bis zum Ende, ja. So, und hier oben war... Hier, in einer Runde bekommen wir zwei neue Spartaner dazu. In irrem Tempo. Danach steigt die Grenze immer weiter, aber es geht schön schnell. Wir können in einer Runde haben wir auch die Forschung abgeschlossen, können die Einheiten verbessern. Da machen wir zwei. Einen Bogenschützentrupp packen wir hier noch mit rein. Schaut mal, hier oben waren erfahrene Einheiten, die sind besonders kampfstark. Die bleiben alle in einem Feldumgebung hier stehen. Eine Runde weiter. Bioi, ich hoffe, ich spreche dich nicht allzu falsch aus. Danke an dich fürs 8. Abo. Schöne Grüße. Zafios, danke fürs 22. Und die Warfare-Punkte setzen wir nächste Runde ein. Noch ignorieren wir, dass die Spartaner im Kampf verbessert werden. Und noch ignorieren wir... Ja, da würde mir nur Warband-Einheiten einsetzen. Das ist sowieso Quatsch. Eine Runde weiter. Da sind die Perser. So, Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Freigeschaltet wurde, ich zeige es gleich im Bild, bei einer Disziplin. Armeegröße von 3 auf 4. Gleich werden wir statt 3, 4 Armeen 3 haben. Und im Schnitt halt ein Drittel kampfkräftiger. Das hier vorne bedeutet, dass wir... dass wir mit Warfare-Punkten, mit diesen Kampf... Kunst oder Kriegskunstpunkten Armeen, die beschädigt sind und nicht innerhalb feindlicher Grenze stehen, dass wir denen so einen Teil ihrer Werte, ihrer Gesundheitsmoralwerte zurückgeben können. Das ist bei dem Offensivkrieg hier wichtig. Das ist egal. Das ist das Upgrade für die Warbands und den Speerträgern gleich. Manuell. Und das sind die Kriegs... Das sind die ersten Kavallerieeinheiten bei uns, die besonders kampfstark sind. Angriffsstark im Kampf gegen... Gegen Fernkampfeinheiten. Okay. Nächste Forschung. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, wir wollten Community machen, ne? Nee, wir wollten das ja machen. Das hat man auch schon angeforscht. Das ist fast fertig. Einen Gesandten erzeugen mit immer irgendwo an einem, ein gratis Gesandter, durch den wir einen unserer Stadtstaaten würden den hinschicken, umdrehen und zu einem Vasallen machen. Das dauert 0 Runden. 0 Runden? Was? 0 Runden klingt cool. 0 Runden gefällt mir irgendwie. Improvement-Menü? Das habe ich noch nicht gezeigt, weil ich grundsätzlich die Improvement-Points nur direkt über die Städte mache. Hier ist der 6. Bürger da. Wir gucken mal, wo wir den einsetzen. Wir haben einen Bürger auf einem nicht modernisierten Geländefeld. Wir haben hier oben Stadtwachstum ist limitiert. Wir sollten irgendwo mal einen Vorort hinsetzen. Das können wir schnell machen. Das könnte man zum Beispiel machen.
hier vorne zum Beispiel, da können wir hingehen und einen Vorort hinbauen. Finde ich von der Immersion her okay, das ist ja so ein Stadtviertel, so eine Straßenkreuzung. Achte darauf, wie sich das hier vorne verändert mit den Bedürfnissen. Links Nahrung, rechts Wohnraum. Der Durchschnittswert bestimmt gleich, wann der nächste Bürger entsteht. 10 Punkte gehen wir hierfür aus. 171 in 5 Runden der nächste Bürger. Und es muss noch nicht mal bewirtschaftet werden. Ist auch standardmäßig nicht bewirtschaftet. Bewirtschaftung würde nur dafür sorgen, dass wir ein Gold mehr bekommen. Das ist es nicht wert. Das ist also ein passiver Bonus. Und dann könnten wir sogar noch... Können wir irgendeine Ressource hier anschließen? Nein. Also wenn wir einen hohen Nahrungsüberschuss haben, könnten wir für mehr Produktion sorgen in der Stadt, indem wir hier einen Forester bauen. Also indem wir in der auf dem Waldfeld hier das eine Nahrung oder eine Produktion erzeugt, stattdessen 2 Produktionen erzeugen. Das wäre eine Option. Oder wir machen noch eine Lehmgrube irgendwo hin für noch mehr Improvements. Und für einen Produktionspunkt. Dann würden wir einen Nahrungspunkt hier ausgeben. Oder wir haben einen Weizen. Wir gucken mal, ob wir das eine Weizenvorkommen umwandeln können. Aber ich glaube nicht. Wir können noch nicht kochen. Ja, das lohnt sich alles nicht. Ich würde die Punkte im Augenblick sammeln. Das ist alles unspannend hier. Oder wir gehen auf noch... Wie viel Nahrungsüberschuss haben wir denn? Plus 5. Wir können, komm, wir machen noch eine Lehmgrube hier hin. Ja? Noch eine Lehmgrube hier vorne hin. Oder hier oben hin. Das geht ja auch. Einmal hier hin. Wird sofort bewirtschaftet. Unten links neben mir seht ihr, wir haben jetzt plus 4 Improvement Points pro Runde statt plus einer. Haben eine Nahrung verloren. Leben wird allerdings bewirtschaftet komplett. So ist es gut. Und hier ist ein Vorhängeschloss drauf. Perfekt. Warum wir den Holzfäller nicht haben, weil der Holzfäller jetzt stattdessen hier in der Lehmgrube arbeitet. Und die Improvement Points finde ich wichtiger. Ich finde das Spielfeature extrem mächtig. Jetzt kommen die Upgrades. Schaut mal hier. Wir machen aus einer Warband-Einheit einen Speerträger. Das kostet nur 3 Warfare-Punkte. Und wir haben 41. Der Warband hat Kampfwerte von 7 Angriff und 10 Verteidigung. Achtung, das verändert gleich auch die Geld pro Runde, so teuer. 7 und 10. Der Speerkämpfer hat jetzt 11 und 16. Was für ein fetter Unterschied. Und statt einem halben Gold pro Runde kostet der ein Gold pro Runde. Und das machen wir mit jeder einzelnen Einheit hier. Ja, das geht noch nicht mal auf Kosten der XP anscheinend. Dafür gebe ich auch gerne alle Warfare-Punkte aus und ignoriere, dass wir hier die Spartaner noch kampfstärker machen könnten. Was wir auch machen hier oben, schaut mal. Wir gehen in die Kultur und erzeugen nochmal 2 Spartaner in der nächstgelegenen Stadt. Die sind sofort einsetzbar und können sofort runterrennen. Noch eine Einheit hier vergrößern. Wir haben minus Gold, ist mir egal. Wir haben 252 Gold angesammelt. Alles gut. Einmal verbessern. Top, das schaffen wir. Ja, jetzt Overkill, aber wirklich. Und jetzt können wir, jetzt machen wir noch 4 Armeen daraus. Und greifen mit allen in einer Runde an oder in der nächsten Runde mit den Spartanern, die noch runterkommen. Wir haben 1, 2, 3 Armeen mit 3. 12. Wir haben 12 Einheiten. In 4 Armeen. Jetzt machen wir 12 Einheiten in 3 Armeen. 3x4, 4x3. Das geht glatt auf. Wir können von 3 Feldern aus angreifen hier. Und die Spartaner sind gleich die Reserve, die vorstoßen. Ja? Das heißt, wir stoßen mit dem Trupp. Die Spartaner sind noch stärker. Ein Trupp hier drauf.
Wir machen noch einen Speerkämpfer dazu. Das ist ein Vierertrupp. Der greift jetzt hier an, Leute. Daumen drücken, dass es klappt. Das Upgrade geht jetzt erstmal eine ganze Weile nicht. Einmal Angriff hier. Und ich weiß, die Kampfanimationen sind doof, aber das will ich sehen. Ich will sehen, wie das läuft, wie das taktisch läuft, wann die Mauer fällt. Die Mauer ist rechts unten. Siedler, wir greifen Zivilisten an, die sich in der Stadt verschanzt haben. Stadtmauer erleidet den größten Schaden. Ja, die Stadtmauer ist gleich weg. Wir haben so... Jetzt fällt die Stadt. Das war die Taktik, die klappt. Sobald die Stadtmauer weg ist, ist der Rest einfacher. Und wir erleiden kaum Schäden hinten, weil wir so coole Defensiveinheiten haben. Der Bogenschütze wird gar nicht attackiert. Der wird beschützt von den Tanks. Stadtmauer weg beim ersten Angriff. Nein. Boah, und wir hatten die Kanalwette aufgelöst. Schande über mich. Ihr hättet alle gewonnen. Die Mauer hat auch Moral, erstaunlicherweise, ja. Blau ist der Moralbalken. Jetzt werden die Milizen abgeschlachtet. Krass, eine Einheit mehr. Nicht nur das, wie das sind die, auch das Upgrade von den Kriegern zu den Speerkämpfern. Der eine Speerkämpfer auch. Aber die vier, beides hier halt, ne. Wir haben keinen verloren. Zweiter Angriff jetzt hier. Nochmal einen Angriff. Leute, Angriff auf Speer, auf halb bewaffnete Leute, auf Speerinnen, die mit einer Fackel auf Reitern unterwegs sind und auf Siedler. Familien, die sich vor den griechischen Angreifern, den Spartiaten hier verbarrikadiert werden, die von Milizen verzweifelt verteidigt werden. Unsere Speerkämpfer rücken trotzdem erbarmungslos vor. Tiefpunkt unserer gemeinsamen Abenteuer und Höhepunkt. Was meint ihr? Zwei Milizionäre schon tot. Solange die Stadt belagert ist, solange Einheiten daneben stehen, können auch keine neuen Milizionäre entstehen. Und niemand heilt aus. Theben ist immer noch nicht gefallen. Eine Dreierarmee. Vierer kriegen wir nicht hin, das reicht von den Kampfwerten aus nicht. Vier Milizionäre sind weg, steht im Tooltip. Kampfvorschau, kein Schaden für uns, mittlerer Schaden nur für den Feind. Das sollte bedeuten, dass die Stadt jetzt fällt, denke ich. Und es könnte sein, sind die immer noch Vasall? Ja, 12 von 15 Integrationspunkte nur. Wenn die nicht irgendwo eine Stadt versteckt haben, dann haben wir die Ägypter jetzt besiegt und das vor Mitternacht. Und die Kanalwärter hättet ihr doch machen können. Trotz einer Stunde Plauderei oder einem Dreiviertel eben mit dem Maurice Weber, der uns besucht hatte. Unfassbar. Die Schlacht um Theben. Es ist nur noch der Turm fast nur noch. Moral, die anderen haben schon die Moral weg hier. Nein, die Stadt hält aus. Theben fällt nicht. Boah, wenn jetzt... Ihr wisst, hier unten waren Armeen von denen. Wenn die auf den letzten Metern raufziehen und uns überfallen, in die Stadt reinziehen. Denkbar. Durchaus denkbar. Wäre das eine heroische Gelegenheit für uns, noch mehr XP zu sammeln. Die Stadt hier wächst um 2 Punkte, glaube ich, pro Runde, die Integration. Ja. Das heißt, wenn die Stadt nächste Runde nicht fällt, könnte es sein, dass die Ägypter mit 25 Gouverneurspunkten reingehen und hieraus eine neue Stadt machen. Dann ist nichts vorbei und nichts Geschichte hier.
Ich konnte nicht mit Vieren angreifen. Der hatte hier nicht genug Power, um hier unten reinzuziehen. Der kann das jetzt machen. Das ist eine fehlerhafte Anzeige. Schaut mal hier. Der kann hier nicht angreifen. Das ist ein Mini-Bug im Spiel. Griechische Grenzen. Einmal überall durchlaufen, alles aufdecken. Sehr interessant. Hier hatten wir eben einen ägyptischen Speer um die Ecke gebracht. Wir schauen mal, was hier rechts liegt. Die greifen wir sicher nicht an. Überall Wüste. Das ist... Wir ziehen die nächste Runde wieder zurück. Ich hoffe, hier spawnt jetzt keiner. Wir könnten hier hinziehen, nur ein Feld aufdecken und über das Feld gleich hier runter. Eine Runde weiter, Leute. Was glaubt ihr? Werden die Ägypter auf den letzten Metern, in den letzten Sekunden ihrer Geschichte, eventuell noch ein Friedensangebot an uns schicken? Und wenn ja, sollen wir das annehmen? Ein absurder Gedanke, aber ich möchte ihn gerne mal in den Raum stellen. 5 Kultur pro Runde, eine Runde weiter. Sparta. Gleich haben wir einen Gesandten, da kommen Barbaren. Wie gut ist, wenn die Palisaden bauen. Eine Runde fertig, das sind, glaube ich, da überfallen uns Barbaren. Da ist der Gesandte, der ist gerade hier durchgespawnt. Hier durch die Forschung. Ein Kulturpunkt. Ich zeige euch mal im Spiel. Jetzt kommt das neue Spielfeature rein. Die Diplomatie. Und wir können einen Gesandten zu einem Staat rüberschicken, zu einem Stadtstaat und können den zu einem Vasallen machen. Der Gesandte muss sich nur direkt neben den Stadtstaat hinstellen. Der darf keinem anderen gehören, keiner anderen großen Nation. Der muss volle Bewegungspunkte haben. Dann sagen wir, Gesandter, löst dich auf und dieser Stadtstaat wandelt sich um in einen Vasallenstaat von uns, den wir dann wiederum ein paar Runden später, 10, 20 Runden später, wenn wir die genügenden Gouverneurspunkte haben, integrieren können in einen eigenen, ins eigene Reich. Damit können wir einzelne Geländefelder, die neben unserer Grenzen stehen, einzeln hinzugeben. Dafür müssen wir Erkundungspunkte ausgeben. Das hier vorne ist das Spielfeature, dass wir Kultur rushen können mit Geld. Das brauchen wir nicht. Kulturpunkte sind auch so schön, höchstens so, wenn man nur noch 10 Gold ausgeben müsste oder so. Damit können wir barbaren Einheiten bestechen, sich uns anzuschließen. Und das hier unten ist, dass wir ein Gebäude bauen können, einen Markt, der 2 Sachen liefert, einen Diplomatiepunkt pro Runde. Das sind die Punkte, die man braucht, um Gesandte zu rekrutieren. Mit Diplomatiepunkten werden die erzeugt. Und erstes Mal das Spielfeature Handeln. Da steht One Foreign Import Slot. Das bedeutet, wir können... Wie war das nochmal? Ich glaube, wir können damit von anderen KI-Reichen, von großen Reichen, eine Ware in diese Stadt importieren und ihnen dafür Gold zahlen. Ich glaube, so funktioniert das. Also das ist noch nicht die inländischen Handelsrouten, so würde man bei Civ sagen, die kommen später durch ein anderes Gebäude, sondern es ist einfach nur, wir bekommen was in die Stadt rein und zahlen dafür Geld. Ich glaube, so funktionierte das. Und schaut mal hier. Wir entwickeln uns auch. Ja. Wie stark sind die? Das ist nur ein einziger Trupp hier. Die bleiben erstmal hier stehen. Diplomatie machen wir später. Und jetzt ist die Frage, fällt Theben jetzt? Und hier ist nur ein einzelner Speer. Zwei Milizen ausgeschaltet. Eine Miliz mit 10 Trefferpunkten. Palisaden weg. Beobachtungsturm noch da. Ich will natürlich nicht, dass wir noch Verluste haben auf den letzten Metern. Den ziehen wir mal raus.
Den ziehen wir mal raus. Ach, jetzt habe ich die ganze Armee bewegt. Nein, die ist hier unten. Und jetzt, den würde ich auch gerne raus. Wir haben keinen ganz starken, der den mehr ersetzt. Ne? Einen hier, den Bogenschützen. Der Bogenschütze zieht ein Feld zurück. Den packen wir hier hin. Spartiaten hier rein und einen Angriff mit denen. Ein Spartiat als Tank, zwei Speerträger, ein Bogenschütze. Gold, jede Menge und 20 Chaos. Das ist doof. Das levelt sich auf. Runde für Runde wird irgendwann zu einem Chaos-Event führen. Wir haben die Hauptstadt eingenommen jetzt. Wird noch ein bisschen animiert. Das kann für heftige negative Events sorgen später im Spiel. Die kann man nur abwenden, in der Regel mit einer sehr hohen Goldprämie. Und Gold verlieren wir gerade, weil wir so viele Einheiten haben. Aber wir haben das Blutzeitalter ausgelöst. Wir haben 6 Leute umgebracht aus fremden Reichen. Und wenn nicht, wir können ab jetzt nur noch das Blutzeitalter erforschen. Und da kommen wir rein. Es sei denn, vor uns springt eine andere große Nation selber in die nächste Epoche und löst selber nicht das Blutzeitalter, das Zeitalter des Blutes aus, sondern eines der beiden Alternativen. Wir können aber nur noch dieses Zeitalter erforschen. Kommt uns keiner zuvor, kommen wir dort rein. Und das würde auslösen, dass die ganze Welt Chaos ist, dass jeder gegen jeden kämpft. Eine Zivilisation, die dieses Zeitalter ausgelöst hat und das dann auch erforscht, das führt dann dazu, und die Forschung wird dann abgeschlossen, dass jeder gegen jeden kämpfen muss. Ein gesamtes Zeitalter, kein Frieden möglich, keine offenen Grenzen, nichts. Verbündete brechen ihre Bündnisse, offene Grenzen werden geschlossen, jeder gegen jeden. Und es spawnen regelmäßig Rebellenarmeen neben unseren Städten, was dazu führen kann, dass neue Nationen entstehen. Das Rebellen-Griechenland, das Rebellen-Persien oder was auch immer und weitere Events noch. Ägypten, raus! Und da sind wir jetzt mit einer neuen Stadt. Das ist noch ein Anzeigefehler, das wird beim Rundenwechsel eliminiert hier. Auch die Anzeigen hier. Ja. Blut an diesen Patschhändchen.